Die Tote und die fürs Leben gezeichnete Opfer der unkontrollierten Massenmigration wie jene von Würzburg, die verdient es, dass wir sie niemals vergessen und Lehren aus diesen Vorfällen ziehen. Wir sind es Ihnen schuldig, diese brutalen Taten dürfen sich nicht wiederholen. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, mittlerweile ist genau 4 Monate her, dass in Würzburg 3 Frauen aus dem Leben und aus ihren Familien gerissen wurden. Eine davon im blühenden Alter von 24 Jahren, die zweite in der Mitte ihres Lebens mit 49 Jahren. Die dritte opferte sich mit 82 Jahren offenbar für Kind eines der Mordopfer. Weitere 6 Unschuldige wurden für immer gezeichnet. Und wer war der Täter? Ein im Mai 2015 illegal nach Deutschland eingereister Somalier. Und Sie alle, wie Sie hier sitzen, wissen ganz genau, dass das nicht der erste Mörder ist, der aufgrund der Wir-schaffen-das-Politik von Angela Merkel und ihren Helfern wie Olaf Scholz unkontrolliert ins Land gelassen wurde. Die Fakten: Allein 2020 strömten trotz Corona 100.000 unqualifizierte illegale Einwanderer nach Deutschland. Diese Zahl wurde übrigens schon im September mit 131.000 neuen Asylanträgen weit übertroffen. Bis Jahresende dürfte die 200.000 wieder voll sein. Jedes Jahr eine Großstadt, fast alle aus Ländern mit Gewaltsozialisation, die meisten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak und wie immer natürlich fast alle männlich und jung. Bei 2% Bevölkerungsanteil stellt die Gruppe der sogenannten Flüchtlinge 15% der Tatverdächtigen bei Mord und Totschlag. Von Vergewaltigungen und Gewalttaten unterhalb von Tötungen ganz zu schweigen. Bis Ende Mai 2021 hat aber 33.216 vollziehbar Ausreisepflichtige in Baden-Württemberg, bis Juni diesen Jahres 10.000 neue Asylanträge und von insgesamt nur 1.855 Abschiebeversuchen gelang die Abschiebung gerade einmal in 733 Fällen. Angesichts dieser alarmierenden Tatsachen und der Gefahr für alle Bürger muss doch die Regierung handeln, oder? Sicher handelt sie. Sie stellt in wenigen Wochen mehr neue Staatssekretäre ein als Sachbearbeiter für Aufgabenbereiche Asylrecht und Rückführung im RPK in ganzen 5 Jahren. In 5 Jahren gerade einmal ein Zuwachs von 9 Personen. Das sagt alles über den Willen dieser Regierung aus, Ausreisepflichtige abzuschieben. Sie wollen es doch gar nicht. Aus illegal wird legal, der Asylmissbrauch wird damit durch Grün-Schwarz systematisch ermöglicht. Was hier seit 2015 passiert, ist die historisch schwerwiegendste Fehlentscheidung seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Niemals zuvor hat eine Regierung in dieser Fahrlässigkeit ihr eigenes Volk dem Risiko schwerster Kriminalität und Terrorismus ausgesetzt. Die Politik der grenzenlos offenen Gesellschaft hat einen zu hohen Preis, meine Damen und Herren, nämlich erloschene Menschenleben. Und für viele war es besonders verstörend, dass diese Entscheidung von der ehemaligen Partei der Sicherheit, der CDU, federführend durchgezogen wurde. Statt an die Sicherheit der eigenen Bürger zu denken, schielte die CDU 2015 in der Flüchtlingskrise auf kurzfristige Wahlprognosen, fabulierte in linkspopulistischer Manier etwas von einem freundlichen Gesicht, das man jetzt zeigen müsse. Den Preis für dieses freundliche Gesicht musste wahrlich nicht die CDU selbst, sondern das ganze deutsche Volk bezahlen, einige mit ihrem Leben. Und glauben Sie mir eines, Sie von der CDU werden deutlich länger an diesem Kardinalfehler nagen, als die SPD je an der Hartz-IV-Reform genagt hat, zu Recht. Bezeichnend übrigens auch, das ist mir heute Morgen aufgefallen, für den zukünftigen Kurs der neuen CDU, das ist die Aktuelle Stunde. Statt darüber zu sprechen, dass zur aktuellen Stunde in Polen die Grenze Europas von illegalen Einwanderern überrannt wird, sprechen sie über Lebensmittelverschwendung. Das zeigt, dass die CDU nichts aus den letzten Jahren gelernt hat und für eines steht er nachweislich nicht mehr für die Sicherheit. Und ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen, wir als AfD stellt selbstverständlich nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland auch länger leben, unter Generalverdacht. Unsere Sicherheitspolitik ist auch eine Politik für die vielen guten, integrierten und assimilierten, anständigen Menschen mit Migrationshintergrund in ganz Deutschland. Denn diese Täter unterscheidet nicht in ihrem Wahn.
Jeder in Deutschland kann Opfer werden dieser illegal eingereisten Fanatiker. Uns als AfD geht es darum, die viel zu große Zahl krimineller und illegaler Einwanderer, tickende Zeitbomber, gar nicht erst ins Land zu lassen. Und unsere Bürger, denen wir zuallererst verpflichtet sind, zu schützen. Darum geht es uns. Unruhigende Nachrichten erreichen uns diese Tage aus Polen. Erneut steht Masse kulturfremder Wirtschaftsmigranten an den Toren Europas. Ein zweites 2015 droht. Auch aufgrund der Krise in Afghanistan. Das zeigt übrigens, wie vorausschauend wir waren. Denn dieser Antrag, den wir heute behandeln, der wurde bereits vor Monaten eingereicht. Und deshalb ist die AfD so wichtig. Wir bringen die wichtigen Themen auf die Tagesordnung. Die Lage eskaliert derzeit in Polen. Ich habe es bereits angeschnitten. Noch Innenminister Seehofer verweigert sich, Grenzkontrolle einzuführen. Und das, obwohl die Gewerkschaft der Bundespolizei dieser Tage vor einem Kollaps an der Grenze zu Polen warnt und sogar aktuell die Einführung von Grenzkontrollen vehement fordert. Deshalb nochmal mit Nachdruck, schützen wir sofort Menschenleben. Wir brauchen umfassende Grenzkontrollen und Abweisungen an der Grenze gemäß Artikel 16 Absatz 2 Grundgesetz jetzt. Und dieser Appell gilt übrigens auch der neuen Regierung. Die Grünen, die stellt sich ja bereits in Form von Luise Amtsberg strikt gegen Grenzkontrolle. Bleibt die FDP, werdet sie wie die Merkel-CDU ein Helfer und Schleuser der illegalen Migration? Falls Sie das nicht werden wollen, reagieren Sie endlich, machen Sie dem noch Innenminister Druck. Das Ziel der illegalen Einwanderer ist klar, Deutschland. Der Grund liegt auf der Hand. Wir sind die Einzigen in der Welt, die unser eigentlich sehr gutes Sozialsystem zur Plünderung für alle freigeben. Und die deutschen Knechte sind im Vergleich zum Leben in Entwicklungsländern eher Belohnung als Strafe. Das sind die Tatsachen. Und das sind die Gründe, warum alle nach Deutschland wollen. Und nicht nur die unzählige Straftaten, die wir immer wieder thematisieren müssen, weil sie das leider verschweigen, sind das Problem der Migrationswellen, sondern auch die unfassbar hohen Kosten, die mit der Versorgung und Unterbringung neuer Langzeitleistungsbezieher anfallen. Die unzähligen Milliarden, die wir aufgrund der illegalen Migration verbraten, würden eigentlich dringend für unsere eigenen Bürger benötigt. Satte Renten, gute Löhne und geringe Abgabenlast wären finanzierbar, wenn man die richtigen Prioritäten setzen würde. Und leider sind wir von der AfD bisher die Einzige, die statt Pseudo-Weltenrettung, die wir hier immer wieder hören von morgens bis abends, wir setzen die eigenen Bürger als Wichtigstes ins Zentrum unseres Handelns. Und da vielleicht auch an die SPD ein Stück weit, aber auch ans ganze Haus. Offene Grenze und Sozialstaat sind unvereinbar. Wer sich zum Sozialstaat bekennt, der muss auch Ja sagen zum Grenzschutz und zur restriktiven Migrationspolitik. Das fordern übrigens auch ganz aktuell die Innenminister von 12 EU-Staaten in einem Schreiben. Unter anderem wird gefordert, ich zitiere, physische Barrieren an den europäischen Außengrenzen. Genau das steht übrigens seit 8 Jahren im Parteiprogramm der AfD. Und wer diese Initiative nicht unterschrieben hat, ist klar, unter anderem Merkel-Scholz-Deutschland. Mein Dank gilt allen europäischen Ländern, die den Schutz ihrer eigenen Bürger und der Europäer wirklich ernst nehmen. Insbesondere auch dem polnischen Parlament danke ich ausdrücklich, dass vor wenigen Tagen mehrheitlich ein Gesetz zum Schutz der eigenen Bürger und zur Abweisung illegaler Einwanderer an der Grenze verabschiedet hat. Ihr seid ein Vorbild für ganz Europa. Vielen Dank, liebe Polen. Vielen Dank, liebe Ungarn. Für Deutschland und Baden-Württemberg gilt, die Tote und die fürs Leben gezeichnete Opfer der unkontrollierten Massenmigration wie jene von Würzburg, die verdient es, dass wir sie niemals vergessen und Lehren aus diesen Vorfällen ziehen. Wir sind es Ihnen schuldig, diese brutalen Taten dürfen sich nicht wiederholen. Deshalb handeln wir schnell, auch über den Bundesrat, wie in unserem Antrag gefordert, schützen wir die deutsche Grenze.
Stoppen wir den Asylmissbrauch durch eine drastische Reform des Asylrechts, Stichwort Asylanträge heimatnah. Schaffen wir die Duldung ab, Stockwurm mit Abschiebung befasster Behörden und Polizeieinheiten auf. Unterstützen wir unsere europäischen Partner zur Abriegelung der europäischen Grenzen und schieben endlich alle tickenden Zeitbomben, die ausreisepflichtigen und illegalen Migranten sofort ab. Machen wir unser Land wieder sicher. Unsere Kinder und Enkel werden es uns danken.